Hallo, ich möchte mir heute Gedanken zu zwei ganz konkreten Aktien machen, die schon seit längeren oder seit sehr langer Zeit in meinem Depot drin sind und zwei der größeren Positionen in meinem Depot. Ich möchte mir Fresenius, den Gesundheitskonzern, genauer ansehen. Das ist eine der Aktien, die bei mir im Depot eher am schlechtesten gelaufen sind. Und auf der anderen Seite möchte ich mir dann Shell anschauen, also den Erdölriesen. Das ist eine der Aktien, die seit langem in meinem Depot drin liegen und wo ich relativ glücklich mit der Entwicklung und mit den Dividenden bin. Aber das sind eben die großen Positionen bei mir im Depot. Jetzt die ruhigere Zeit im Sommer nutze ich, um mir die Unternehmen wieder mal genauer anzusehen. Was hat sich bei den Unternehmen geändert in den letzten Jahren? Beziehungsweise auch, wie haben sich die Unternehmen über einen sehr langen Zyklus entwickelt? Ich investiere ja gerne in Unternehmen, die seit langem ein ähnliches Geschäftsmodell fahren, die seit langem am Markt aktiv sind, und Shell und Fresenius bieten sich da an, um einmal so einen Blick über den gesamten Wirtschaftszyklus hinwegzuwerfen. Ich bin da also 10 Jahre in den Geschäftsberichten zurückgegangen. Das ist durchaus interessant, wenn eine Aktie im Depot größer wird, also wenn die Depotgröße größer wird, dann kann man durchaus auch mal einige Jahre zurückgehen, auch in den Vorworten der CEOs und so weiter, die sie schreiben, sieht man dann immer ganz gut, was aufgegangen ist, was nicht aufgegangen ist. Also Ideen, die ein Konzern hat und die sich nicht gut entwickelt, üblicherweise verschwinden sie dann einfach aus den Geschäftsberichten und werden nicht mehr erwähnt. Ja. Wenn man sich aber dann einen Geschäftsbericht durchliest, der zum Beispiel 8 Jahre alt ist, ja, dann ist das ganz gut, um zu sehen, was hat der Konzern eigentlich damals für Ideen gehabt, was waren Luftschlösser und was ist ganz gut aufgegangen. Und eine der Positionen, die bei mir im Depot eben relativ groß sind und wo ich, glaube ich, aktuell den oder insgesamt in meiner Geschichte den größten absoluten Verlust habe, also ich habe kleinere, spekulativere Positionen, bin ich eingegangen, die bis hin zu 90% verloren haben, meistens bevor ein Unternehmen dann in Konkurs gegangen ist, habe ich die Aktie, die ich vielleicht davor um 800 Euro gekauft habe, noch um 200 Euro verkauft, mit dem einen sehr hohen Verlust, aber damit ich nicht Depotleichen ansammle. Aber bei Fresenius habe ich relativ viel investiert, das waren etwa 2% des Depots, die ich da in das Unternehmen seit 2017 in mehreren Tranchen rein investiert habe, und aktuell liegt die Position mit 31,4% im Minus. Wenn ich die Dividenden mit einrechne, dann bin ich mit der Position ungefähr 20% im Minus. Ist jetzt also für manche Leute, die spekulativer unterwegs sind, vielleicht nicht die Katastrophe, aber insgesamt seit 2017 20% Minus, wo sich viele andere Investitionen seither eher verdoppelt hätten. Ja. Das tut also schon weh. Bei Fresenius ist die Nachrichtenlage eigentlich jetzt konstant so, dass ich jederzeit gute Berichte über Fresenius finde, warum Fresenius sich gerade jetzt richtig umstrukturiert und in 2 Jahren deutlich besser aufgestellt ist als heute. Auch aktuell findet man solche Berichte wieder zuhauf. Sie klingen auch plausibel. Die Argumente sind gut. Das waren sie aber in den letzten 6, 7 Jahren auch, und jeweils die große Erholung ist dann nicht eingetroffen. Ich habe mir also angeschaut, wie Fresenius heute dasteht und wie sie vor 10 Jahren dastehen. Oder vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Eine der Töchter, die mittlerweile entkonsolidiert ist, ist Fresenius Medical Care. Das ist die Dialysesparte. Die war also früher, obwohl es einen Streubesitz an Aktien gab, hat Fresenius so viel Prozente gehalten, dass sie in der eigenen Bilanz drin war. Die sind jetzt ausgegliedert worden. Dadurch sinken natürlich die Umsätze, die Fresenius selbst macht, die Gewinnanteile, die Fresenius Medical Care beisteuert, aber auch die Verschuldung geht deutlich zurück, weil man jetzt eben nur mehr so wenige Aktien der Tochter besitzt, dass die Verschuldung nicht mehr in die eigene Bilanz reingerechnet wird. Habe ich nur ganz interessant gefunden, auch mit einem Blick auf Corona. Ich bin also nach wie vor auf der Suche nach einem Unternehmen, das wirklich wegen Corona schlechte Zahlen geschrieben hat, also nicht wegen den Maßnahmen, da findet man hunderte Unternehmen, die das Milliarden gekostet hat, ja, wo man die Wirtschaft also schwer geschädigt hat und den Wohlstand. Aber bei Dialysepatienten gab es also damals die Befürchtung, dass gerade Menschen, die nur eine sehr geringe Lebenserwartung haben, und das ist bei Dialysepatienten der Fall,
kenne ich aus der Versicherungsmathematik, diese Statistiken, dass also gerade die zu großen Teilen an Corona versterben könnten, ja, und dass Dialysefirmen wie Fresenius Medical Care deutlich weniger Umsätze machen. Auch das ist wie viele andere Befürchtungen, aber das war eine der wenigen, die ich für real hielt, nicht eingetreten. Fresenius Medical Care, die Dialysesparte, also die ehemalige Dialysesparte, die jetzt Tochter, die entkonsolidiert ist, hat 2019 laut Konzernbericht 58 US-Dollar Umsatz je Aktie gemacht und im letzten Jahr 66 Dollar. Also dort sind auch die Umsätze eher noch einmal um gut 10% angestiegen, ja, ist nur so ein Detail. Wichtiger für mich bei der Fresenius-Aktie insgesamt, also ich bin in die Konzernmutter und nicht in die Tochter investiert, dort habe ich ganz interessant 2013 einen Umsatz von 21 Milliarden Euro. Bis 2022, also vor der Endkonsolidierung jetzt von einigen Töchterunternehmen, also Fresenius baut sich gerade deutlich um und verkauft einige Sparten, reduziert die Anteile, sodass sie eben entkonsolidieren. Bis davor ist der Umsatz auf 41 Milliarden angestiegen, nicht der Aktienkurs, also diese Zukäufe haben sich leider nie in höheren Margen oder höheren Gewinnen, sind nicht bisher nicht daraus resultiert und geht dann 2023 im letzten Jahr wieder auf 22 Milliarden zurück. Also wenn man es in Worte fasst, dann war Fresenius meiner Ansicht nach 2013 ein gut aufgestellter Gesundheitskonzern, hat sich dann mit einigen Zukäufen, ich glaube Rhön-Klinikum war damals dabei, aber auch einige andere international, hat sich immer mehr aufgeblasen, extrem hohe Schulden aufgenommen, um diese Zukäufe zu finanzieren. Dadurch sind auch die Umsätze kräftig gewachsen. Innerhalb von 10 Jahren hat man also die Umsätze verdoppelt, ja, war aber viel zu hoch verschuldet. Mit der Zinswende hat das dazu geführt, dass man auf die Schulden immer höhere Zinsen zahlen musste. Das ist auf die Marge gegangen. Die Geschäftszahlen von Fresenius waren also in diesen Zeiten nicht sonderlich gut. Sie sind auch im letzten Jahr nicht sonderlich gut. Und man hat dann die Notbremse gezogen, hat also unter anderem Fresenius Medical Care wieder ausgegliedert, die Schulden sind somit entkonsolidiert, ja, und landet jetzt 10 Jahre später, 2023, mit 22 Milliarden Umsatz, ziemlich exakt dort, wo man 2013 mit 21 Milliarden Umsatz schon gewesen ist. Also für mich so ein Lehrbeispiel, obwohl ich investiert habe und quasi selber dieser Geschichte auf den Leim gegangen bin. Hätte man sich damals 2013 auf das eigene Wachstum konzentriert und wäre gesund aus dem Cashflow heraus gewachsen und nicht über Zukäufe und über die Verschuldung, dann hätte man heute 2023 wahrscheinlich eine wesentlich bessere, effizientere Struktur mit einem höheren Umsatz. Ja, also Fresenius insgesamt ist leider kein Erfolgsbeispiel. Ja. Der Grund, warum ich die Aktien noch immer halte, sind die Helios-Kliniken. Also Fresenius ist unter anderem der größte Spitalsbetreiber in Europa. Und das ist einfach etwas, was in einer überalterten Gesellschaft mit Sicherheit ein Zukunftsmodell ist. Noch dazu sieht man, dass die Fresenius-Kliniken in vielen Bereichen doch besser funktionieren als die staatliche Gesundheitsvorsorge. Ich habe mir angesehen, ich werde das Excel-File in den Telegram-Kanal stellen, für die, die sich das genauer anschauen wollen, wo eben einige Zahlen und Fakten zu Fresenius drin sind, die ich mal zusammengeschrieben habe aus den letzten 10 Jahren. Ich habe mal ausgerechnet, wie hoch sind eigentlich die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Umsatz gewesen. Also wie viel Euro Schulden hat Fresenius für einen Euro Umsatz, den sie gemacht haben, um eben zu schauen, wie ist die Verschuldung quasi im Verhältnis zum Umsatz durch die Umsätze angestiegen, aber im letzten Jahr 2023 eben auch wieder durch die Endkonsolidierung. Ja. Und das ist auch ganz interessant, also 2013 mit einem ähnlichen absoluten Umsatz wie 2023 war Fresenius mit 94% des Umsatzes an Verbindlichkeiten verschuldet. Also ich habe jetzt vorher nicht die Verschuldung gemeint, sondern die Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns. Also die betrugen im Jahr 2013 94%
im Verhältnis zum Umsatz und 2023 115%. Ja. Also die absolute Steigerung von 94% auf 115% erschreckt mich jetzt nicht. Ja. Es ist nicht so, dass Fresenius über beide Ohren verschuldet werden und die Schulden nicht in einem Verhältnis zum Cashflow, zum Gewinn oder zum potenziellen Gewinn zumindest in den nächsten Jahren zum Umsatz stehen würden, dass die Schulden nicht tragbar wären, aber man sieht, dass Fresenius nach diesen ganzen Wachstumseskapaden über Fremdkapital heute wieder in einer Größenordnung ist, wo man also vor 10 Jahren schon mal war, aber doch um ein gutes Stück höher verschuldet ist als damals. Ja. Das Ganze schaut also nicht unbedingt rosig aus und dementsprechend genieße ich auch Berichte, die ich momentan in der Finanzpresse lese, dass Fresenius nach der Umstrukturierung jetzt wesentlich besser aufgestellt ist. Das Jahr 2023 ist ein Übergangsjahr und in Zukunft werden die Gewinne wieder deutlich höher ausfallen. Wie gesagt, das lese ich jetzt seit 6-7 Jahren. Eine Zeit lang habe ich die Geschichte geteilt, aber sie wiederholt sich und bisher konnte Fresenius da noch nicht liefern. Ich bin aktuell wieder am Überlegen, also es gibt momentan für mich keinen großen Handlungsbedarf. Nachdem die Position um 30% gefallen ist im Kurs, macht das bei mir 1,3-1,4% aus im Depot, ist also schon eine eher größere Position. Ich bin aber auch hier wieder froh, recht breit zu streuen. Insgesamt ist eben die Geschäftsaussicht, überaltete Gesellschaft, medizinischer Bedarf, der immer weiter ansteigt, Gesundheitskosten, die immer größer werden, das ist für Fresenius, sind das positive Nachrichten. Auf der anderen Seite geht die Wirtschaft zurück, gehen die Steuereinnahmen zurück. Der deutsche Staat musste gerade vor ein paar Wochen die erwarteten Einnahmen deutlich reduzieren, weil man sich einfach verkalkuliert hat. Und eben wenn die Wirtschaft schrumpft, dann gehen auch die Steuereinnahmen zurück, dass also die medizinischen Kosten immer weiter anwachsen. Während gleichzeitig die wirtschaftliche Basis kleiner wird, ist also durchaus auch ein Alarmzeichen für Gesundheitsaktien, ja, weil das einfach nicht ewig weitergehen kann. Ja. Also das Gesundheitssystem muss zunächst einmal finanziert werden, ja, und da hilft das dann auch wenig, wenn ich eine überalterte Gesellschaft habe, ja, wenn die Jungen einfach nicht mehr das Potenzial haben, die Steuereinnahmen weiter ansteigen zu lassen, ja, dann gibt es einfach pro Person weniger Ausgaben. Das heißt also, es gibt da, wenn ich in die Zukunft schaue bei Fresenius oder den Gesundheitsmarkt insgesamt, gibt es Licht und Schatten, Argumente, die für steigende Ausgaben sprechen, das ist vor allem der erhöhte Bedarf. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Argumente, die für geringere Gesundheitsausgaben sprechen und das ist schlichtweg die Leistungsfähigkeit, die verminderte Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Das heißt, ich schaue mal Fresenius, nachdem es doch eine der größeren Positionen ist, sehr regelmäßig an. Aktuell sehe ich jetzt keinen großen Bedarf, dass ich also hier nochmal nachkaufe, nachdem die Position eh schon eine gewisse Größe hat, kann ich eigentlich für mich aufgrund der Nachrichtenlage und den Zahlen für die nächsten Wochen ganz sicher ausschließen. Also wenn sich hier nicht Erstaunliches tut, also sprich die Aktie wird sich halbieren oder die Umsätze oder der operative Gewinn im nächsten Jahr würde um mehr als 100% steigen, dann würde ich also hier keine Kaufargumente aktuell sehen. Auf der anderen Seite sind die Potenziale nach der Umstrukturierung wie die letzten Jahre auch da. Das heißt, ich bin durchaus gewillt, mir das noch ein bisschen anzuschauen. Wobei ich schon gelernt habe, also auch zum Beispiel bei Bayer, wo ich zum Glück mit viel weniger investiert habe, schon nach der Monsanto-Übernahme, da bin ich letzten Sommer raus, nachdem sich einige Jahre nichts getan hat und der neue CEO da war und sich wieder nicht viel in Richtung Umstrukturierung getan hat und war dann im Nachhinein sehr froh, weil die Bayer-Aktie nachher noch einmal massiv gefallen ist. Also ich habe schon an der Börse gelernt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und eben mit Dividenden eingerechnet minus 20% bei Fresenius jetzt in 6 Jahren, ja, ist schon ein denkbar schlechtes Ergebnis. Also das ist sicher eine Position, die ich auf der Watchlist habe, ja, um bei Zeit zu Zeit anzuschauen, ob ich die nicht verkaufen würde, auflösen sollte, beziehungsweise wenn sich hier was tut und in den letzten Wochen ist Fresenius ganz gut gelaufen,
und der Kurs vielleicht innerhalb kürzerer Zeit nochmal um 5 Euro je Aktie ansteigt, dann wäre das vielleicht für mich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal am Teilverkauf vorzunehmen, weil ich eben schon gelernt habe, dass Unternehmen, die über viele Jahre konstant immer wieder Probleme haben und jedes dieser Probleme kann man erklären. Also jeder Markt ist schwierig. Ja. Es ist nicht so, dass die Firma von allein läuft, sondern man hat immer wieder neue Herausforderungen. Gerade die Corona-Vorschriften und so weiter waren für Gesundheitskonzerne sicher etwas, was Substanz gekostet hat. Ja. Andere Faktoren wie die Zinserhöhungen und dass man eben Übernahmen noch zu viel billigeren Zinsen gemacht hat und jetzt die Verschuldung teuer bezahlt. Ja, das ist auch, da befindet sich Fresenius ebenfalls in sehr guter Gesellschaft und das ist kein negatives Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite sieht man aber schon, dass Firmen eben, die über viele Jahre hinweg immer wieder als Problemkandidaten gehandhabt werden, nur selten auf einmal die Kurve kriegen. Momentan schaut es positiv zum Beispiel bei der Deutschen Bank aus. Ja, also da investiere ich aufgrund von anderen Gründen nicht, wegen den Staatsschulden in der Bilanz, aber Deutsche Bank wäre so ein Gegenbeispiel, wo man über viele Jahre hinweg Restrukturierungen durchgeführt hat, die aber nie sonderlich gefruchtet haben und dann vor 3-4 Jahren ist auf einmal der Knopf aufgegangen und auf einmal werden die Zahlen deutlich besser. Ja, schwierig, bin auf jeden Fall am überlegen, was ich mit der Position von Fresenius mache, ist aber wichtig, sich auch Depotwerte, die gerade nicht gut gelaufen sind, regelmäßig anzuschauen und auch dort eben zu überprüfen, ob es Handlungsbedarf gibt. Viel mehr Spaß macht es natürlich, wenn ich mir die großen Positionen bei mir im Depot anschaue, die gut gelaufen sind. Eine davon ist Shell. Bei Shell bin ich, also ich habe mir das rausgeschrieben, am 29.03.2016 das erste Mal eingestiegen und habe seither immer wieder nachgekauft. Insgesamt rund 2,5% meines Depots in Shell investiert, ist damit also eine größere Position gewesen, die ich eingegangen bin, trotz oder zusätzlich zu ausgezeichneten Dividenden, die Shell Quartal für Quartal auszahlt, liegt die Aktie bei mir auch 60% kursmäßig im Plus. Macht daher 4% in meinem Depot aus und ist daher eine der ganz großen Positionen bei mir im Depot, die ich mir auch sehr regelmäßig anschaue. Und auch bei Shell ist es ganz interessant, sich das einmal im Langzeitblick anzuschauen. Ich habe mal also aus den Geschäftsberichten bin ich da bis 2013 zurückgegangen, schon früher mal, habe die Daten in meine Datenbank übernommen. 2013 hat Shell zum Beispiel 289 Milliarden an Umsatz gemacht. 2013 war ein sehr gutes Jahr für Erdölunternehmen. Das war also das letzte Jahr quasi nach einer Phase von sehr hohen Ölpreisen, wo die Ölpreise regelmäßig über 100 US-Dollar lagen, schon vor über 10 Jahren. Dann ist der Ölpreis massiv gefallen. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich günstig eingekauft habe. 2016 zum Beispiel, ja, auch in der Zeit hat man gesehen, dass wenn der Ölpreis damals fiel, dass kaum mehr Investitionen im Ölbereich stattfinden, dass die Energiewende aber nicht gut durchgerechnet ist. Das war so die Zeit, wo ich glücklicherweise recht viel in Öl- und Gasunternehmen investiert habe. 2016 lag dann der Umsatz, nachdem er 2013 bei 289 Milliarden lag, nur mehr bei 173 Milliarden. Wenn man sich das genauer anschaut, ist das wirklich nur dem Verfall des Ölpreises geschuldet. Also Erdölunternehmen sind nonah sehr stark abhängig vom Ölpreis, aber man sieht, obwohl das Unternehmen dasselbe ist, sich in 3 Jahren nicht maßgeblich verändert hat, ja, halbiert sich oder geht der Umsatz zumindest um 40% zurück. Das sieht man dann auch am operativen Gewinn. Der operative Gewinn liegt 2013 bei Shell noch bei 20 Milliarden. Britische Pfund bin ich da. Und 2016, nachdem der Umsatz massiv zurückgeht, auf einmal nur mal bei 4 Milliarden operativ. 2019 schaut es wieder ganz gut aus. Also vor der Corona-Sondersituation und die Umsätze erholen sich wieder auf 266 Milliarden britischer Pfund. Das ist für mich insofern wichtig, ja, weil man sieht, dass 2019 die Erdölpreise noch deutlich niedriger sind, als sie 2013 waren. Und der Konzern hat sich aber in den Jahren 2016 bis 2019 so weit gestraft, unnötige Kosten abgebaut, schlanker aufgestellt, dass man auf einmal 2019 bei
ähnlich hohen, also bei Erdölpreisen, die noch deutlich niedriger sind als 2013, beim Umsatz her wieder auf 266 Milliarden britischer Pfund kommt und beim operativen Gewinn bereits wieder bei 16 Milliarden ist. Also in der letzten Phase, wo die Erdölpreise länger über 100 US-Dollar waren 2013, macht man 20 Milliarden operativen Gewinn und 2019 hat man also seine Hausaufgaben gemacht und macht dann 16 Milliarden operativen Gewinn. 2022 war für Energieunternehmen nahezu das Best-Case-Szenario mit eben den Energiesanktionen gegenüber Russland. Ja. Das hat also Milliarden und Abermilliarden gekostet für den Konsumenten. Energieunternehmen hat es reich gemacht. 2022 erreicht der Umsatz dann also rekordmäßige 300 Milliarden. Und auch das ist wieder wichtig. Ich weiß, es ist schwierig, bei so einem Video zu folgen, aber das ist schon ganz wichtig in meiner Argumentation. Also 2022 habe ich einen Rekordumsatz bei Shell von 300 Milliarden. 2013 hatte ich fast 290 Milliarden, also fast gleich viel. Der Gewinn ist aber um 100% höher. Nämlich 2022 habe ich 38 Milliarden britischer Pfund an operativen Gewinn und 2013 hatte ich unter Anführungszeichen nur 20%. Das heißt, man sieht, während der Zeit der sinkenden Erdölpreise haben, und das trifft für viele Energiekonzerne zu, deswegen bin ich heute ein recht großer Fan von diesen Aktien, hat man die Kosten massiv gesenkt und als die Energiepreise dann wieder deutlich in die Höhe gehen, waren die Kosten trotzdem tiefer und man macht bei ähnlichen Umsätzen wie 10 Jahre davor auf einmal fast doppelt so hohe Gewinne. 2023 gehen die Energiepreise bekanntlich wieder zurück. Die Umsätze fallen bei BP, das ist also jetzt der letzte Geschäftsbericht, auf 242 Milliarden. Der operative Gewinn ist aber bei 19 Milliarden britischer Pfund. Das heißt, der operative Gewinn ist im letzten Jahr, wo die Energiepreise wieder etwas gefallen sind, ja, ziemlich exakt dort, wo er 2013 war. 2013 war aber der Erdölpreis bei deutlich über 100 US-Dollar im Schnitt. Ja. Aktuell im letzten Jahr, weiß ich genau, wo er jetzt war, bei 80 Dollar oder so. Ja. Aber man sieht von der Tendenz her, das ist für mich die wichtige Argumentation, warum ich nicht vorhabe, in meinem Aktiendepot, wo der Energiesektor einen großen Teil ausmacht, hier Aktien zu verkaufen oder zu reduzieren. Dass man einfach sieht, dass die Konzerne heute durch die Bank, also 2022 war für viele Energieunternehmen ein absolutes Rekordjahr, das erwarte ich so schnell nicht wieder. Ja. Das waren traumhafte Rahmenbedingungen, aber 2023 sind die Energiepreise eben wieder deutlich zurückgekommen. Und die Profitabilität ist aber dermaßen höher. Man hat also geschafft, zu wesentlich niedrigeren Energiepreisen bereits kostendeckend zu arbeiten, dass man heute mit 80 US-Dollar pro Barrel Erdöl bereits kräftig in der Gewinnzone ist. Und ich sehe da eher für die nächsten Jahre sehr positive Aussichten in dem Sinn, dass ich damit rechne, dass die Erdölpreise eher tendenziell steigen, weil die Löhne steigen, weil zu wenig in neue Explorationen investiert wurde, weil die Nachfrage nach wie vor ansteigt, vielleicht prozentuell weniger stark als früher, aber sie steigt nach wie vor an und weil eben vor allem eben die Investitionen, die 2016-17 nicht gemacht worden sind, so Erdöl Förderanlagen haben einen irrsinnig langen Investitionszyklus. Ja. Also auch wenn ich zuletzt wieder mehr investiere, was ich zum Beispiel an Unternehmen wie Schlumberger oder so sehe, ja. Also Unternehmen, die Technik für die Exploration von neuen Erdölfeldern investiert. Da sieht man also, dass die Investitionen jetzt wieder ansteigen. Das wird eher einen Effekt haben in 5-6 Jahren. Und bis dahin wird Erdöl mal ein sehr knappes Gut bleiben. Und da schauen die Aussichten einfach gut aus, vor allem weil eben die Unternehmen alle nicht untätig waren, sondern in den schlechten Jahren 2015, 16, 17 die Kosten massiv reduziert haben. Was für mich bei Shell ein Argument ist für die Aktie, schon seit Jahren, ist, dass Quartal für Quartal eine Dividende ausgeschüttet wird. Die kriege ich im britischen Pfund.
was mich ein bisschen unabhängiger von Kapriolen im Währungssystem macht. Also Großbritannien hat wiederum eigene Probleme und das britische Pfund ist keine Vorzugswährung, sondern was die Bank of England gemacht hat, war nicht viel besser oder viel schlechter als die EZB, aber dennoch habe ich ein bisschen eine Diversifizierung, wenn ich Einkommen oder einen kleinen Teil meiner Einkommen auch in britischer Pfund bekomme. Was für mich wichtig ist, die Dividende, die aktuell 4% ausmacht, das ist für mich schon ein attraktiver Wert. Im letzten Jahr hat Shell dafür 6,7 Milliarden an Pfund an Dividendenzahlungen ausgegeben. Man hat aber nach Steuern im letzten Jahr, also sonst habe ich vom operativen Gewinn geredet, das ist für mich eigentlich die relevante Größe. Für die Dividendenzahlung ist es dann aber der Gewinn nach allen Kosten und somit auch nach Steuern und Zinsen und so weiter. Hat Shell im letzten Jahr 15,5 Milliarden britischer Pfund eingenommen, in einem Jahr, das eben nicht so besonders gut war, und die Dividende macht 6,7 Milliarden aus. Das heißt, man hat ungefähr 40% der Gewinne ausgeschüttet und das ist für mich auch eine nachhaltige Zahlung. Ja. Ich finde es also nicht so toll, wenn ich irgendwo sehr hohe Dividenden in Prozent ausgedrückt habe. Ja. Wo aber dann Unternehmen 80% oder 90% der Gewinne ausschütten, weil dann zu wenig in die Zukunft investiert wird. Also die Quote 15,5 Milliarden nach Steuern an Gewinnen im letzten Jahr und 6,7 Milliarden davon werden als Dividende ausgeschüttet, ist für mich eine sehr vernünftige. Das spricht für die Aktie. Was man bei Shell auch sieht, ist, dass zukünftige zusätzlich Aktienrückkäufe gibt. Also ein Aktienrückkauf funktioniert so, ein Teil der Gewinne wird vom Unternehmen verwendet, um eigene Aktien einzukaufen. Die werden dann eingestampft. Und damit gibt es weniger Aktien insgesamt und jeder Anteilseigner hat also nachher ein kleines Stück mehr am Unternehmen. Das sieht man eben, wenn ich es über längere Frist sehe, 2013 und 2023 hat sich der Umsatz operativ, also der Gesamtumsatz von Shell, nicht sehr stark verändert. Allerdings der Umsatz je Aktie ist von 29 britischer Pfund 2013 auf 36 britischer Pfund 2023 angestiegen. Das heißt, obwohl der Gesamtumsatz gleich geblieben ist oder es in einer sehr ähnlichen Größenordnung war, ist der Umsatz pro Aktie um 20% angestiegen und das ist eben den Aktienrückkäufen über viele Jahre geschuldet, dass es heute einfach 20% weniger Aktien des Unternehmens, so Pi mal Daumen, gibt. Ja. Und dass also bei gleichem absoluten Umsatz der Umsatz, der jeder einzelnen Aktie zuzurechenbar ist, und auch der Gewinn natürlich eben um 20% höher geworden ist. Also Aktienrückkäufe sind ein sehr zweischneidiges Schwert. Auch bei Apple zum Beispiel, wo die ganz stark auf den Kurs Einfluss haben. Für mich als Aktionär ist das durchaus was Angenehmes. Also wenn ein Unternehmen ein Rückkaufprogramm beschließt, und 5% der Aktien zurückkauft und einstampft, ja, und gleichzeitig bleiben die Umsätze und Gewinne gleich, dann müsste also, ganz so ideal funktioniert der Markt nicht, aber gedanklich die Aktien um 5% ansteigen. Also ohne, dass ich was tun muss, steigt mein Anteil am Unternehmen immer weiter an. Gesellschaftlich ist das eine höchst problematische Sache, weil das natürlich heißt, dass die Konzerne keine Innovation mehr haben. Und lieber eigene Aktien zurückkaufen, als eine neue Fabrik zu bauen oder in eine neue Technologie zu investieren. Ja. Bei Shell ist das eben der Fall, gesamtgesellschaftlich wird sich das rächen. Wenn also Erdölunternehmen heute zu wenig in die Zukunft investieren, dann ist zukünftig auch zu wenig Energie da. Deswegen wiederum halte ich sehr große Positionen an Energiekonzernen. Da kann man quasi ausrechnen, glaube ich, ja, dass es zu Energieknappheiten kommt und dass sich die Energiekonzerne ähnlich wie 2020, wenn das soweit ist, die noch genug Energie haben und verkaufen können, das auch dementsprechend bezahlen lassen. Bei Apple ist es vielleicht noch schlimmer, ja, wenn der Konzern sagt, wir haben eigentlich keine Ideen mehr, E-Auto oder so machen wir doch nicht. Ja. In die Richtung, also insgesamt geht innovativ eigentlich relativ wenig weiter. Wir verdienen aber mit den bestehenden Apple-Produkten, die eben großartig sind, jede Menge Geld. Ja. Die Konsumenten zahlen viel höhere Aufschläge gegenüber Konkurrenzprodukten für Apple-Handys, für Service-Dienstleistungen von Apple. Das heißt, wir verdienen unglaublich viel Geld, aber wir wissen eigentlich nicht, ja, in welche Forschung wir da stecken sollen.
in welche Produktionsausweitungen, deswegen kaufen wir eigene Aktien zurück. Also für einen Aktionär selbst ist das durchaus ganz gut. Insgesamt gesellschaftlich, das ist ein Phänomen, das gab es vor 20 Jahren so nicht. Aktienrückkäufe gab es vor 20 Jahren auch, aber wenn man sich das Volumen anschaut, das Handelsblatt hat da ab und zu Zahlen veröffentlicht, dann ist das schon ganz immens, wie die Aktienrückkäufe in den letzten 10 Jahren angestiegen sind, und das zeigt einfach, dass ein immer größerer Anteil an Firmen, das ist kein deutsches Phänomen, sondern das lässt sich im ganzen Westen sehen, sagt, bei diesen Rahmenbedingungen, bei dieser Innovationskraft oder nicht vorhandenen Innovationskraft, ist es eigentlich gescheiter, Aktien zurückzukaufen, um so kurzfristig für die Aktionäre Gewinne zu lukrieren, als langfristig in eine Zukunft zu investieren. Das ist also schon eines der Puzzlestücke, ja, die zeigen, dass wir, glaube ich, den Zenit langsam überschritten haben, auch was Innovationskraft anbelangt. Ja, wird man in den nächsten Jahren beobachten, ob sich da eine Trendwende abzeichnet, aber momentan ist zumindest noch nicht zu sehen. Ja, ich wollte heute eben mal zeigen mit Fresenius und Shell, wie längerfristig gehaltene Aktien sich bei mir im Depot entwickelt haben. Ich schaue mir das eben konkret vor allem für mich selber an. Die großen Positionen bei mir im Depot überprüfe ich natürlich alle paar Monate mal. Bei beiden habe ich mir diesmal die Zahlen für 2023 genauer angesehen, aber versuche das eben in einer sehr langfristigen Entwicklung einzurahmen. Und bei Fresenius komme ich eben drauf, ich glaube, die Zahl habe ich nicht genannt. Ich schreibe mir immer deutlich mehr raus als dann bei dem Video, wo ich sehe, dass wir eh schon wieder 30 Minuten haben, als ich dann nenne. Also auch das Konzernergebnis bei Fresenius ist im letzten Jahr niedriger als in jedem Jahr der 10 Jahre davor. Ja. Das ist schon ein gewisses Alarmzeichen, auch wenn es jetzt wieder Nachrichten gibt, dass jetzt die Strukturierung, und da hat Fresenius im letzten Jahr wirklich einiges getan. Ja. Also ich werfe dem Konzern sicher nicht Untätigkeit vor, aber dass gerade jetzt sozusagen die Trendwende gelungen ist, das höre ich jetzt eben seit vielen Jahren. Dementsprechend ist Fresenius bei mir eher am Prüfstand, ob ich da nicht irgendwann mal rausgehe, weil die Leistung dann doch summa summarum seit 10 Jahren enttäuschend ist. Ja. Ganz anders eben bei Shell, wo die Leistung eigentlich eine hervorragende ist, wo man so wirklich sieht, dass man in den Jahren, wo die Rahmenbedingungen schlecht waren, wirklich gut agiert hat und Kosten eingespart hat, und nachdem die Rahmenbedingungen dann wieder besser wurden, ja, sind die Gewinne also weit über dem, was 2013 der Fall war, als die Erdölpreise das letzte Mal bei $100 und mehr über längere Zeiträume waren, deutlich angestiegen. Man sieht auch recht schön, wenn man die beiden Positionen miteinander verknüpft. Also sowohl in Fresenius als auch in Shell habe ich ähnliche Größenordnungen investiert. Also bei Shell waren es 2,5%, bei Fresenius nur 2%, aber von der Größenordnung her ähnlich. Ja. Fresenius liegt also um 30% im Minus, Shell liegt um 60% im Plus, aber aufgrund des Basiseffekts quasi, wenn jetzt Shell noch einmal um 20% anwächst, ja, und Fresenius, ich hoffe es natürlich nicht, aber geht nochmal um 20% zurück, ja, da, weil die Shell-Position als Gewinner immer größer wurde und die Fresenius-Position als Verlierer um ein 30% kleiner wurde. Ja. Wenn jetzt also noch einmal Shell 20% gewinnt und Fresenius verliert, dann ist der Gewinn deutlich höher als der Verlust auf der anderen Seite, weil eben die Position schon immer kleiner wird. Das ist also einer der angenehmen Effekte im Aktiendepot, dass wenn man Gewinne lang laufen lässt, wenn man auch bei Fresenius Verluste eventuell zu lang laufen lässt, aber dass die Positionen, die immer weiter wachsen, automatisch größer werden und die eher schlecht werden, automatisch kleiner werden. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Grüß euch.